Jo Leute und willkommen zu meiner neuen Folge Clash Royale. Heute mal wieder alleine. Aber heute, das wird uns nichts heute ausmachen, denn heute machen wir mal die Grundruhe voll. Wir haben unser Deck etwas verändert. Also wir haben jetzt statt den Ritter den Hog Rider genommen, haben wir jetzt direkt Level 2. Die Archers haben wir auf Level 7 verbessert. Ach cool, muss ich ganz schön mal drauf fällt, dass wie viel Schaden der macht. Okay, nice. Wir sparen auf die 100, damit wir irgendwas craften oder so verbessern, damit wir Level 7 heute werden. Fangen wir direkt an mit einem Online-Kampf. Er nennt sich John Cena und hat sogar falsch geschrieben. Und ist ein Level 7er, das gibt's doch gar nicht. Alles klar. Im Hintergrund hört ihr sicherlich meine Vögel, aber ich rede etwas lauter, damit man sie nicht hört. Alter, hat irgendwas geraucht? Oh, Gottes Willen, ey. Alles klar, was für ein Spammer, Digga. Erstmal Goblin Barrel draufwerfen, irgendwas, damit wir uns deffen können. Spear Goblins. Er hat unseren Turm. Wir können nicht deffen. Oh, nein! Komm, jetzt hör deine scheiß Waffe raus. Oh Gott. Jetzt wirst du Hog Rider, Digga. Spear Goblins. Ein paar Archers sind da, ja. Halt's mal, kann's nix. Lach leise. Mann, was konnte mit seinen Barbaren, Digga, Mann? Bam, Alter. Bam. 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 Bomber hinterher. Obwohl, nee. Ah doch, wir haben seinen Turm. Goblin Barrel. Mann, jetzt konnte er mit seiner 10 Sandwich, Alter. Erstmal warten, bis sie weg sind. So, Spear Goblins. Mann, da kommt ein Mini-Pickel. Mann, alter Crap. Mann, als ob der so eine 10 Cent. Nee, jetzt kannst du knicken, Digga. Jetzt kannst du richtig fett lutschen. Obwohl doch nicht. Erstmal das da aufhalten. Er verpasst nur richtig fetten Hit in so einem Turm. Mann! Bomber, Bomber, der regelt alles. Bam. Bam, Spear Goblins. Wir haben den geilsten Push ever. Er kommt mit seinen Leckchen. Okay. Bam. Okay, nice. Wir sind durchgerutscht. Wir haben seinen Turm. So. Aber er gewinnt, weil wir haben keine Luftkarten, um zu deffen. Hog Rider durchspammen. Ja, Hog Rider. Also. Wir haben keine Luftkarten, Digga. Obwohl, das wird jetzt nicht nur ein Kron-K.O. Wir haben Luftkarten. Okay, nur eine eigentlich, aber... Er waitet, bis wir unsere... Ja, er macht unsere Combo. Wir machen den Hog Rider, um ihn abzulenken. Dann noch Bomber. Und dann noch Spear Goblins. Er macht zwar noch einen Hit, aber... Wir haben... Okay, er hat unseren Tor. Mann, schade. Aber einmal kann man ja verlieren, ne? Das 30 Trophäen, Leute. Okay, noch eine Krone. Aber jetzt rasieren wir. Links rechts Kombo. Das ist natürlich ein Russe. Viel Glück, mein Junge. Deine Elixierleiste. Ey. Die haben noch was mit ihren Billy-Shacks, Digga. Wir haben einfach keine Luftkarten. Ein Barbar macht einfach nur einen Schaden. Zwei Schaden oder so.
Hunters. Spear Goblins. Hawk Rider. Wie der Typ einfach nicht sterbt, ne? Aber ja, sein Turm. So, ich finde dieses Geräusch voll lustig, wenn die Pfeile fliegen. Hört sich mehr an, so hört sich so an wie Silvester. So, wir chillen erstmal. Füllen unsere Elixierleiste, um gut zu deffen. Alles klar, Crap. Barbaren anzugreifen. Alter. Okay, wir haben das Riesenskelett. Ein Hit. Boom. Mann. Nein, als ob. Er hat unseren Turm safe call. Ja, Rider. Spear Goblins. Nein, die hätte ich jetzt mit zum Treffen benutzt. Oh! Er baut unseren Turm, egal. Mann, als ob er einfach alles hat. Ey, er kommt wetten jetzt sicherlich mit seinem 10-Cent-Riesenskelett. Auf 10 Elixier warten. Mann! Wir müssen seinen Turm haben. Ach Gott, er hat unseren anderen Turm. Oh, ja. Als ob! Mann, da hätte ich lieber gedefft. Was für Danke! Egal, jetzt öffnen wir mal unsere Belohnung. Komm bitte, wir müssen eine epische ziehen. Boah, wie viel Geld. Okay, das wird nichts. Alles klar. Ja, viermal der Hawk Rider. Und? Diese Ja, aber will schon bitte diese Skelett-Armee haben. Ich weiß, die bringt zwar übelst, aber trotzdem, die will doch keine. Hey, jetzt pusht der Hund so einfach rein. Oh, er hat einfach unseren Turm. Ey, was hat der bitte für Hex? Ich spiele nicht mehr. Ich spiele einfach nicht mehr. Als ob der einfach durchrushen kann, Mann. Da sind wir dumm. Ganz mal. Was hast du, mein Bomber? Ja. Mit da nicht durchschlafen, ne? Ey, immer hat der irgendwas zum Deffen, ne? Jetzt hat er zwei Elixierleisten. Das gibt's doch nicht. Ja, sicher nicht doch bei Roller.
Wenn der dafür Pfeile verschwindet, hätte ich ihn so oft. Geh einfach nur von Recken, aber richtig, Mann. Alter, bin ich schon wie dumm? Nein, dann nicht die Pfeile, Mann. Er muss ihn tun. Es geht jetzt einfach ein paar Schüsse und wir kommen down. Mit ihrer Axtfrau da hinten. Einfach alles nur ein halbes Leben. Der Schärfer von meinem Leben. Nein! Unsere Trophäen, Leute. Aber als ob, Alter, ich habe ihn gar nicht gesehen. Das gibt's doch einfach nicht. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Alter, als ob. Ja, Leute, das war's mal für heute. Aber gucken wir mal eine Wiederholung von unserem Spy Mike. Er hat geschrieben, das ist safe. TV Royal safe. Muss, wenn nicht, bringe ich mich um. Warum hat jeder diese scheiß Hockey, Mann, Alter? Mal gucken. Er meint direkt zu heulen. Dann haben wir es down. Ja, unser Spanner hat nämlich zwei Legendaries, nämlich den Ice Wizard und den Funky. Auf jeden Fall den Sparky. Let's go, baby. Eismagier. Er ist Magier gegen Eismagier, das ist ja geil. Funky. Wir setzen ihn ganz hinten. Wenn der denn jetzt genau eine. Hawk Riley! Jetzt kommt Eismagier. Wer meint das? Hat er den Level durch? Es kommt Funky, Alter. Funky! Das ist so funky time. Okay, er ist geladen. Und jetzt so, wenn er jetzt irgendwas treffen muss. Mann! Das ist so krank, Alter, wenn er mal einen Turm kommt. Ne? Erstmal so Slow Motion machen. Ne? Ich finde den Eismagier nicht so stark. Mach das schneller. Ja, das geht nicht. Wirf doch den Goblin Barrel. Ja, genau. Komm, gut. Als ob die. Oh, das wird fischig. Er muss den Turm holen. Er muss. Er muss die ganze Zeit irgendwas setzen. Er muss die ganze Zeit irgendwas setzen, was Goblin Birds haben. Er muss es haben. Oh ja, genau. 22 Life. Wenn der jetzt noch mit Hockey kommt. Ja, war eigentlich ganz gut, ne? Ja, Leute, das war's mal für heute. Bis dahin, ciao, ciao.